Schön, dass du das Video angeklickt hast. Das Institut für Marinebiologie wurde 1988 gegründet und ist seitdem eine internationale Bildungsstätte für Schüler und Studenten. Ich heiße Jenny Tutschek und bin seit 2016 Inhaberin des Instituts. Unser Team vor Ort besteht ausschließlich aus leidenschaftlichen Biologen, welche ihre Begeisterung für das Meer und das dahinterstehende Ökosystem mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchten. Dafür nutzen wir unsere Räumlichkeiten auf der italienischen Insel Giglio. Hier organisieren wir meeresbiologische Vorträge und bieten Intensivkurse für Schulen, Universitäten und interessierte Gruppen an. Jedes Jahr stellen wir einen Großteil des Teams neu zusammen. Studenten der Biologie helfen uns bei den meeresbiologischen Veranstaltungen mit den Schulklassen und Universitäten und im Gegenzug unterstützen wir sie bei der Durchführung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Durch den engen Kontakt mit dem Team wachsen uns viele Mitarbeiter, Praktikanten und Gäste bei unserer Arbeit so sehr ans Herz, dass sie immer und immer wieder kommen. Man kommt sich vor wie in einer Großfamilie und genauso funktioniert auch unsere kleine Gemeinschaft. Man hilft sich. Unsere Begeisterung für die faszinierende Unterwasserwelt ist einfach greifbar und sie überträgt sich auf auch unsere Kursteilnehmer. Dabei ist es ganz egal, ob wir mit ihnen gemeinsam die lebendigen Tiere unter dem Binokular im Klassenzimmer beobachten, beim Schnorcheln die marinen Lebensräume erkunden oder über das Ökosystem Meer und Umweltschutz referieren. Wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, haben wir über 7000 Schülern und Studenten einen Einblick in eine faszinierende, unbekannte Welt ermöglicht und konnten dabei unsere laufenden Kosten decken. Dieses Jahr, durch die Pandemie bedingt, werden wir mit viel Glück ein Drittel unserer regulären Teilnehmerzahlen erreichen. Das wird nicht ausreichen, um unsere laufenden Kosten abzudecken. Mit einer kleinen Spende hier unterstützt du unseren Fortbestand und förderst Bildung im Bereich Mensch und Umwelt. Wir danken dir herzlich für deinen Beitrag und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Ja, hi, mein Name ist Felix. Ich komme seit knapp 10 Jahren regelmäßig ans IFMB. Angefangen hat bei mir alles während des Masterstudiums als Praktikant zunächst und danach über die Jahre, in denen ich immer mal wieder nach Giglio gekommen bin, um dann auch als Kursleiter tätig zu sein am IFMB. Seit letztem Jahr bin ich Doktorand an der Uni Bremen und komme nach wie vor nach Giglio, nicht nur um als Kursleiter da zu arbeiten, sondern auch um die Daten zu erheben für meine Doktorarbeit. Teil unserer Projekte sind auch immer Bachelor- und Masterarbeiten von Studenten der Uni Bremen, die mit mir zusammen nach Giglio kommen. Und für uns ist natürlich die Situation jetzt eine ganz besondere, da eben neben der Tätigkeit am IFMB auch die Projekte, die parallel und im Hintergrund laufen, natürlich stark beeinträchtigt sind. Hi, mein Name ist Susanne und meine Beziehung zum IFMB ist auf jeden Fall eine ziemlich lange und prägende. Seit knapp 10 Jahren, also seit Anfang meines Bachelorstudiums bis jetzt, kurz vor Ende meiner Zeit als Doktorand, bin ich dem Institut auf die ein oder andere Art verbunden. Ich habe hier einige meiner besten Freunde kennengelernt, meiner wichtigsten Erfahrungen gesammelt und prägendste Momente erlebt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen erwachsener geworden. Meine Liebe zur Meeresbiologie war auf jeden Fall vorher auch schon groß, aber ich denke, dass die Zeit als Assistent und dann später als Kursleiter sehr, sehr wichtig war. Die Erfahrungen, die ich sammeln durfte und auch vor allem die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, hatten definitiv einen sehr prägenden Einfluss auf meinen weiteren Werdegang. Deswegen ist nach Giglio zu kommen und ans IFMB zurückzukommen auch immer ein bisschen wie nach Hause zurückzukehren. Das ist dieser eine Ort, der immer ein bisschen gleich bleibt, egal wie schnell die Welt sich da draußen dreht. Trotzdem haben sich sehr viele Sachen in den letzten Jahren verändert, erneuert, verbessert. Ich denke, ein größter Einfluss dafür sind all die Assistenten und Kursleiter, die jedes Jahr auf neue zurückkommen. Manche immer wieder, die alten Hasen, und manche nur für eine Saison. Trotzdem hat jeder mit seinem Wissen, seiner Expertise und seinem Elan einen prägenden Einfluss auf das Institut und kann ein kleines bisschen mitgestalten, wohin die Reise geht. Was das Arbeiten am IFMB besonders macht, sind nicht nur die Erfahrungen, die man sammelt, sondern vor allem auch die Freundschaften, die man schließen kann. Ein paar dieser Beziehungen halten vielleicht sogar ein bisschen länger als andere. Ja, hi, ich bin der Pascal. Das IFMB bedeutet für mich in erster Linie Leidenschaft für Meeresbiologie und Leidenschaft fürs Unterrichten. Ja, Tauchen ist natürlich auch super. Die Arbeit macht mir immer mega Spaß. Auch wenn sie manchmal ein bisschen anstrengend ist, ist sie auf jeden Fall jede Mühe wert. Also IFMB auf jeden Fall unterstützen und ordentlich spenden. Für mich ist das IFMB vor allem für Studenten einfach eine super Möglichkeit, um an Projekt- oder Abschlussarbeiten zu arbeiten, aber auch um einen echten praktischen Einblick in die Meeresbiologie zu kriegen. Der ist schließlich später für die Jobwelt als auch fürs Studium super wichtig.
Aber es profitieren auch Schulen, vor allem die Schüler. Ein Haufen Erfahrungen werden gesammelt bei der praktischen Arbeit an den lebenden Organismen. Das Mittelmeer sowie all seine Ökosysteme werden den Schülern beigebracht, aber auch, wie zerbrechlich diese sind und wie man sie am besten beschützt. Ich bin der Meinung, dass es super wäre, wenn ihr in dieser Zeit das IFMB unterstützen könntet und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spendet doch bitte. Hi, ich bin Timo. Auf Giglio haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, beim Tauchen und Schnorcheln die Unterwasserwelt live zu erleben und außerdem in meeresbiologischen Kursen tolles Wissen über die Unterwasserwelt zu lernen. Bitte unterstütze unsere Arbeit weiterhin, sodass ich auch in den nächsten Jahren Schülerinnen und Schülern das Meeresleuchten zeigen kann. Hi, ich bin Annette, Kursleiterin am Institut für Marine Biologie. Mir persönlich gefällt besonders gut das interaktive Arbeiten der Schüler mit den Organismen. Das doch sehr abstrakte Aussehen der wirbellosen Tiere begeistert viele. Und vielen wird dadurch erst bewusst, dass der Lebensraum Meer schützenswert ist und wir nachhaltig mit ihm umgehen müssen. Ja moin, ich bin Mirko und ich versuche euch jetzt ganz kurz darzulegen, warum ich finde, dass wir mit unserer Unterstützung dafür sorgen sollten, dass das Institut für Marine Biologie auch 2021 noch weiter arbeiten kann. Ich war damals, als ich in meinem Bachelor angefangen habe, als erste Exkursion als Teilnehmer in einem Kurs auch auf dem IFMB. Ich habe dort unglaublich viel in diesem Kurs gelernt und es hat etwas in mir entfacht, was bis heute brennt und mich vorantreibt und weiter trägt. Ich durfte dann später sogar als Teil meines Bachelorkurses ein kleines Projekt dort machen. Ich wurde dort super unterstützt mit Infrastruktur, mit Personal und mit Rat und Tat an meiner Seite und ich konnte mich trotzdem selbst entfalten, was mich sehr viel weitergebracht hat. Und deshalb wollte ich dann später auch selber schon etwas beitragen und bin dort als Praktikant und dann jetzt auch als Kursleiter öfter dort, um diese Begeisterung weiterzutragen, weitergeben zu können und das Institut zu unterstützen. Ich finde es deshalb ganz wichtig, allein dieses Konzept zwischen Forschung und Wissenschaft, dass sich junge Leute, seien es Naturwissenschaftler aus der Forschung, sei es angehende Lehrkräfte, entfalten können, dass sie sich dort entwickeln können, aufblühen können und das weitertragen können, finde ich unglaublich wichtig. Deshalb finde ich auch, wir alle zusammen sollten stark sein und das Institut unterstützen. Deshalb klickt jetzt hier unten auf diesen Button, spendet mit mir und dann 2021 kommt am besten selber vorbei als Praktikant und helft dem Institut auch dadurch. Dankeschön. Mein Name ist Sarah und ich war Assistentin am Marienbiologischen Institut. Und für mich bedeutet das Institut einfach eine gute Zeit, tolle Leute und dass man das Interesse an die Marinebiologie vertieft hat, dadurch, dass ich so viele neue Organismen gesehen habe, Lebewesen gesehen habe und so viel mehr über den mediterranen See erfahren habe. Und ich finde, dass es super wichtig ist, einfach das Ganze zu erhalten, dadurch, dass es natürlich Schulklassen unterrichtet und viele, was ich gesehen habe, viele von den Kindern einfach so wenig Ahnung hatten von dem, was unter Wasser los ist und dadurch natürlich auch nicht wussten, wie sie diese Ozeane schützen können und wie sie ja dagegen anarbeiten können, dadurch, dass sie zerstört werden. Und ich finde, für mich ist das ja gerade heutzutage eine super wichtige Mission, das irgendwie weiterzutragen und denen dadurch, dass sie das alles live vor sich sehen konnten, irgendwie eine Mitteilung mitzugeben, okay, das müsst ihr quasi schützen heutzutage. Ja, und ich finde dadurch, und natürlich dadurch, dass es Leuten wie mich eine Chance gibt, da ein Praktikum zu machen und eine Einsicht zu haben, was ein Marienbiologe machen kann und was die Optionen sind. Ja, ich finde dadurch ist es eine riesengroße Sache, das zu schützen. Für alle Leute, die kommend da arbeiten wollen, die ein Interesse wecken wollen und die da ihre Bachelorarbeit schreiben wollen oder ihre Master machen wollen. Ja, ich finde es super wichtig, das zu erhalten. Moin, hi, ich bin der Teddy. Genau, ich bin ehemaliger Kursleiter vom IFMB, Institut für Marine Biologie in Italien. Und leider ist das Ganze aktuell ein bisschen bedroht durch die Corona-Krise. Dadurch, dass wir halt einfach, die Einnahmen wegfallen, dadurch, dass keine Schüler und Studenten aktuell da hinkommen können. Und ich wollte euch ein paar Sachen dazu sagen, warum es mir wichtig ist, dass das Ganze erhalten bleibt.
Zum einen ist es halt einfach so, dass es eine unheimlich wichtige Institution ist, um halt zum Beispiel Schüler und auch Studenten zu unterrichten, denen das Mittelmeer näher zu bringen, denen zu zeigen, wie schön es einfach sein kann, zu tauchen, zu schnorcheln und warum diese ganze Umgebung einfach unheimlich schützenswert ist. Und deswegen ist es halt auch unheimlich wichtig, dass wir dieses Institut einfach auch retten können in der heutigen Zeit. Und deswegen wäre es mir halt ein großes Anliegen, euch zu fragen, ob ihr Lust habt, uns dabei ein bisschen zu unterstützen. Darüber hinaus ist es halt auch so, dass das Institut mir unheimlich viel gegeben hat. Dadurch, dass ich dort mich selber weiterbilden konnte, meine persönliche Entwicklung einfach fortsetzen konnte. Dass ich gelernt habe, frei vor Schülern und Studenten zu sprechen, da Leute zu unterrichten und merke halt auch immer wieder, wie viele Leute ich einfach auch damit erreichen kann. Und und ich hoffe, dass auch viele, viele Leute nach mir einfach diesen Weg gehen können und da halt auch einfach was für sich mitnehmen können. Und deswegen ist es halt, glaube ich, einfach unheimlich wichtig, das Ganze zu retten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dabei helfen könntet. So sieht das Ganze aus. Und ich denke halt auch einfach, dass es in der heutigen Zeit wichtig ist, dass man zusammensteht. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Und mir zum Beispiel tut es finanziell nicht weh, da ein bisschen vielleicht mit unter die Arme zu greifen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Lust, da einfach ein bisschen was dazu zu geben. Und vielleicht schaffen wir es ja zusammen, diese tolle Institution auch einfach zu erhalten, zu retten. Das wäre es von meiner Seite und ich hoffe, ihr helft uns ein bisschen. Hallo, ich bin Isabel. Ich bin ehemalige Kursleiterin am IFMB und Tropenökologin. Und mir ist das Institut wichtig, weil es eines der schönsten Plattformen ist, an dem man mit allen Sinnen das Meer kennenlernen kann und außerdem ein erweitertes Umweltbewusstsein entwickelt. Für mich war es das Schönste, wöchentlich zu sehen, wie die Schüler eine totale Begeisterung und Motivation für das Meer entwickeln. Vor allem, wenn wir in die Natur rausgehen, gemeinsam schnorcheln gehen und unter Mikroskop Meeresorganismen untersuchen. Und teilweise ist die Motivation für manche Schüler dann über den Kurs hinaus geblieben und die haben sich dann nochmal gemeldet und wollten Informationen über das Studium haben. Und ich glaube, das ist als Kursleiter eines der schönsten Dinge, die passieren kann. Und deswegen ist das IFMB ein wichtiger Teil für so viele Schulen und eben auch als Fortbildungsmöglichkeit für uns Meereswissenschaftler. Und alle Kursleiter, alle Assistenten, die kommen immer wieder und teilweise haben wir Schüler, die danach wiederkommen als Assistenten. Und ich denke, weil es eben so eine familiäre Atmosphäre hat und man dort Freundschaften schließt und gemeinsam für etwas Neues kämpft, für den Erhalt des Meeres, indem man eben Umweltbildung macht, ist es so wichtig, dass das Institut erhalten bleibt. Hi, ich bin Mischa und ich arbeite als Kursleiter am IFMB, mache das Ganze seit 2 Jahren. Und ich finde es immer wieder toll, junge Menschen für das Meer, den Meeresschutz und die Wissenschaft zu begeistern, was wir in unserer einzigartigen Atmosphäre schaffen können. Und wir sind natürlich immer sehr bemüht darum, alles sehr praxisorientiert zu halten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch einen nachhaltigen Eindruck bei den Schülern bewirken und auch was verändern können. Durch die momentane Lage brauchen wir leider momentan eure Hilfe. Also es wäre super, wenn ihr uns unterstützen könnt. Danke.